Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es wie versprochen weiter eine Etage tiefer und zwar kümmern wir uns heute um den Boden. Ich werde jetzt den alten Boden erstmal ausbauen, dazu muss ich den Beifahrersitz ausbauen und dann kommt da Teppich rein. Auf geht's! Nächsten Tag. Irgendwann später. So ihr Lieben, Teppich ist drin, geflickt alles, sieht schick aus, aber das war's doch nicht. Bevor ich nämlich den Beifahrersitz hier einbaue, will ich nämlich die Ambientbeleuchtung, die ich im Dachhimmel habe,
hier unten noch verbauen, anschließen. Und zusätzlich habe ich mir noch ein kleines Gadget besorgt. Ihr könnt ja mal... Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Ihr werdet es nachher sehen. Ihr braucht es jetzt... Ja, ich laber schon wieder Scheiße. So sieht das Teil aus. Die einen wissen wahrscheinlich, was es ist. Seid gespannt, was es werden wird. Ich werde das jetzt alles anschließen und dann schauen wir nachher mal, wenn alles wieder eingebaut ist, wie das Ganze ausschaut. Let's go! So ihr Lieben, Boden ist drin, verklebt, alles tippitoppi, der Sitz muss noch eingebaut werden, aber es fehlen noch die Fußleisten. Die sehen ja bis jetzt so aus, aber ich bin nicht ich, wenn ich die nicht verändern würde, denn die sehen nicht mehr geil aus dazu. Und zwar sehen die schon viel geiler aus. Und Leute, ich zeige euch jetzt, wie ich die gemacht habe. Let's go! Ihr Lieben, es ist geschafft. Der Boden ist endlich drin und ihr könnt schon das Gadget hier unten sehen, welches ich verbaut habe. Und zwar das Mercedes-Logo. Ursprünglich sind das kleine Bauteile, die in die neueren Mercedes-Türen verbaut werden. Diese LED-Strahler. Und die habe ich jetzt hier unter verbaut. Man sieht es hier. Und die funktionieren mit dem Türkontakt, denn wenn ich die Tür schließe, sind die aus. Nächstes Gadget, mache ich die Zündung an. Es ist wie mit dem Dachhimmel. Mit dem Dachhimmel, die Ambientbeleuchtung geht an. Und das war es dann auch schon wieder in diesem Video. Ich habe den alten Boden rausgerissen, den Boden versiegelt, Rost ab, Aluzinkspray rauf, Haftgrund, Boden wieder rauf, neuen Teppich. Man sieht von diesem Geflicke, ich weiß, man hat es im Video gesehen, ich saß da relativ lange dran an dem Geflicke, aber man sieht wirklich ja, gar nichts. Auf den zweiten, dritten Blick vielleicht. Und die Leisten sind wieder drin, die Einstiegsleisten. Und ja, das war's dann in diesem Video. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe so ein paar Ideen, die mir noch so im Kopf schwirren. Mein größter Wunsch ist es natürlich, den Bus zu lackieren bzw. farblich umzugestalten. Aber ich weiß noch nicht so recht, das ist ziemlich aufwendig. Und den Platz und die Garage habe ich dafür eigentlich noch gar nicht. Ansonsten gibt es tatsächlich noch so ein paar Dinge, die zu machen sind. Falls ihr Vorschläge habt, bin ich gerne offen für jeden Vorschlag, den man so einbauen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Drückt die Glocke, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Deutsch kippt auf jeden Fall. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann gebt mir ein Dislike. Aber ein Daumen wäre schöner. Was auch immer. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.